Gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Am 25. März 2011 versammelten sich viele Frauen und Männer zum 4. Equal Pay Day am Brandenburger Tor im Rahmen eines bundesweiten Aktionstages. Mit roten Taschen machten sie auf die Entgeltunterschiede zwischen Mann und Frau aufmerksam. Ja, die roten Taschen demonstrieren Equal Pay Day. Wir wollen damit darauf hinweisen, dass es gleicher Lohn für gleiche Arbeit für Männer und für Frauen geben soll. Dafür streiten wir heute. Na, wir zeigen noch mal sehr deutlich, dass da was rein muss in die Taschen, denn wir müssen bis heute, alle Frauen müssen bis heute arbeiten, um das Gleiche zu verdienen, wie die Männer schon am Ende des letzten Jahres hatten. Rund 23% weniger als ihre männlichen Kollegen verdienen Frauen bei gleicher Qualifikation. Damit ist Deutschland EU-weit herausragend in der Negativstatistik. Eine Situation, die für scharfe Kritik sorgt. Das heißt, wir werden schlechter bezahlt, wir werden in Niedriglohnbereiche abgedrängt und wir wollen, dass das aufhört. Wir wollen den gesetzlichen Mindestlohn haben für Frauen. Frauen müssen sichtbar sein. Ich hasse es, Bilder zu sehen, wo nur Aufsichtsräte, Vorstände, nur Männer sind. Überhaupt keine einzige Frau und das will ich nicht zulassen. Und das wollen diese Frauen ändern, durchaus auch mit männlicher Unterstützung. Ja klar, aber gleicher Lohn für gleiche oder gleichwertige Arbeit geht natürlich auch Männer was an. Zum Beispiel, wenn sie Vereinbarkeitswünsche haben, also wenn sie vielleicht auch mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen wollen, dann wollen sie sicherlich auch, dass ihre Frauen genauso viel verdienen, damit sie dann auch zu Hause die Diskussion auf gleicher Ebene führen können. Männer und Frauen mal einer Meinung. Doch woran scheitert die Umsetzung der Lohngleichstellung zwischen Mann und Frau? Selbst in der Politik herrscht parteiübergreifend Einigkeit darüber. Die Frauen tragen viele Nachteile in der Arbeitswelt. Doch während selbst er Frauchen tatkräftig unterstützt, enthält sich ausgerechnet die Familienministerin der Debatte. Nur 5 Minuten Fußweg hätte sie zum Veranstaltungsort gebraucht. Ich hoffe sehr, dass die Bundesfrauenministerin das nächste Mal den Mut hat und den Schneid hierher zu kommen. Da würden wir sie gerne natürlich hier auch hören und auf den Prüfstand stellen. Die Politik auf dem Prüfstand. Der Sozialverband Deutschlands macht Druck. Gut organisiert und in ganz Deutschland vernetzt.